Gut, ich denke, wir sind alle so weit. Ich möchte alle herzlich willkommen heißen hier. Zweite Veranstaltung im Rahmen unserer Serie USA wählt. Ich habe hier Lauren Manus unter uns. Sie wird mit uns über das Thema Klimapolitik sprechen, je nachdem, wer die Regierung gewinnt. Und ich möchte Ihnen erst einmal Lauren Manus vorstellen und auch kurz darauf hinweisen, dass es eine Verdolmetschung gibt. Sie war Direktorin 2018 bis 2022 der Sunrise-Bewegung, hat sich für junge Menschen eingebracht, um das Thema Green New Deal zu vertreten. Und sie hat sich vor allem in Bezug auf den IRA eingebracht. Nun ist sie politische Leiterin von If Not Now, eine jüdische Vereinigung, die ebenfalls sich Themen im Bereich Jugend und Klima verschrieben hat. Sie hat protestiert in der Kongresshalle, damit der Planet die Veränderung erhält, die der Planeten braucht. Für den IRA hat sie sich eingesetzt. Sie hat auch sich eingebracht im Rahmen eines Klimaprogramms, damit man vor allem grüne Jobs einführt. Ich beginne mit einigen Fragen. Dann lasse ich auch Fragen vom Publikum zu. Sie können sich beteiligen via des Fragen- und Antwort-Tools jederzeit, wann Sie Fragen haben. Es wird hier auch verdolmetscht in die deutsche Sprache. Wenn Sie lieber auf Deutsch hören wollen, bitte einfach unten den Button verwenden. Frau Manus, vielen Dank, dass Sie hier teilnehmen. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Gut, ich denke, wir könnten einfach direkt einsteigen. Ja, ich hätte gerne Folgendes gewusst. Was denken Sie über die bedeutenden Schritte, die wir nun erlebt haben zur Klimaveränderungsbekämpfung seit Biden im Amt ist? Erste Zeit bis zu den Midterms, Klima war da sehr wichtig, dann bis hin zur Phase der Wahlen, die wir dieses Jahr haben. Ich habe das Gefühl, dass Klima nun nicht mehr so ein wichtiges Thema ist im Vergleich zu den 22er Wahlen. Und Klimaaktivismus, inwieweit hat das eine Auswirkung auf 2024? Meinen Sie, ist es wichtig und warum? Ja, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich habe versucht, mir ein Bild zu machen, habe mir viele Debatten angehört, auch dann hier diese Transition, Übergang zwischen Biden und Harris. Und ich habe die Folgen mir angeschaut, der Klimakrise, Westküste, die Waldbrände. Und ich glaube, letzte Woche erst hat es einen Hurrikan gegeben, Hurrikan Francine. Und dann gibt es dieses gesamte große Feld. Ich sehe die Berichte, höre die Berichte, fast täglich Hitzerekorde werden vermeldet und wissenschaftlich scheint es als erwiesen, dass wir nur wenig Chancen haben, das Klimaziel zu erreichen, da unter 2 Grad Celsius, so wie es das Pariser Abkommen geplant hatte. Also schon eine ernste Lage. Und wenn wir uns die Wahlen anschauen in den USA, wenn man sich dort tagtäglich in den Hauptmedien informiert, da sieht man nicht das Klimathema direkt auftauchen. Aber was kommuniziert wird hingegen, das sind die täglichen Kämpfe, die natürlich direkt in jedes Thema mit hineinwirken. Die Folgen der Klimakrise und dann diese täglichen Kämpfe, die das Ganze noch verschärfen, eben aufgrund der Stürme, aufgrund der Erderwärmung und aufgrund der Migration und so weiter und so fort. Und ich möchte das noch näher ausführen,
Es hat die Inflation gegeben. Ich denke, was wir sehen, das alles ist das ein Ergebnis der Klimabewegung. Und was Biden hinbekommen hat, ist, dass diese Struktur entstanden ist, Klimapolitik durch Industriepolitik, durch grüne Jobs, durch eine Ausweitung der Anerkennung der Arbeit der Gewerkschaften und auch der öffentliche Sektor, hier die Daseinsvorsorge, wie sieht es aus mit der Stromversorgung, Schulen modernisiert. Das war so die Green Deal-Mentalität, auch halt, dass die Wirtschaft verändert wird in Anbetracht der Klimakrise. Und dann, wenn man sich den IRA anschaut, dann es wäre schön, wenn es ein populärer Name wäre, etwas, was die Leute verstehen, womit sie sofort etwas anfangen können. Stattdessen, gut, es ist repräsentativ für die Art und Weise, wie dieser neue Green Deal, also geht, also Leute empfinden, dass Bedürfnis, dass man etwas tut, aber es gibt vor allem hier diese Industriepolitik und im Leben der Menschen hat man den Eindruck, gut, es geht darum, die Strompreise herunterzubringen, damit der Transit grüner wird. Es gibt Steuererleichterungen für E-Fahrzeuge. Letztendlich, das sind diese wirtschaftlichen Kämpfe. Klimakrise greift darin ein. Wir müssen den Menschen greifbare Klimagewinne, die auch finanzielle Gewinne in ihrem tagtäglichen Leben sind, bieten. Und das ist natürlich auch schwer, darüber zu kommunizieren. Und das ist dann aber die Wahrheit in vielerlei Hinsicht. Und ich denke, wir können über die Erfolge reden. Dann gut, es gehen auch Nachteile mit den Erfolgen einher. Und die Nachteile, die sieht man nun vor allem im Hinblick auf die Krise im Mittleren Osten, der Krieg im Gazastreifen. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit abgelenkt von diesem anderen Thema. Also hier dieses Notfallthema, Notfallnarrativ. Es macht es schwer. Gut, Demokratische Partei ist in der USA. Das ist nun nicht auch unbedingt die Partei, die wirklich die Klimazukunft in erster Linie im Auge hat, wenn gleichzeitig dort solche Abscheulichkeiten bestehen. Also es wurden auch nicht so wahnsinnig mutige Schritte ergriffen. Also so kann man es zu erklären, warum da die Klimapolitik nicht weit genug geht. Gut, ich möchte noch einmal über den IRA sprechen, ihre Rolle bei der Durchsetzung und die Geschichte dieses Gesetzes und ihre Evaluierung würde mich interessieren, also Klimawandel diesbezüglich zu kämpfen und dann auch etwas im Kongress, da braucht man nun auch die Stimmen von Joe Manchin, jemand, der etwas ganz anderes im Sinne hat. Also wie sehen Sie die Bilanz, Erfolge, Fehler, Schwachstellen, wo gibt es noch
mögliche Verbesserungen. Also gut, es war die erste Klimagesetzgebung, die es gegeben hat in den USA, dann aber wurde doch das Ergebnis stark abgeschwächt durch andere Belange. Ja, man muss das in der Tat auf der einen Seite feiern, aber gut, wir hatten das eigentlich schon vor 10 Jahren mindestens gebraucht und es war vielen Zwängen unterlegen aufgrund des Systems, der restriktiven Funktionsweise des demokratischen Systems, wie zum Beispiel, dass es Filibuster gibt. Und klar, das wichtigste substanziellste in dieser Hinsicht, was die USA je hinbekommen hat, um eine Antwort auf die Klimakrise zu finden und um eine Transition hinzubekommen, weg von den fossilen Brennstoffen, das stimmt. Es gibt hier durchaus Ergebnisse, sehr viele Transitionen konnten aufgrund dessen stattfinden in der Wirtschaft und im Energiesektor, Transportsektor sah man Veränderungen. Gut, letztlich Energie ist ja überall ein Thema, auch Landwirtschaft, Wohnungsbaupolitik. Und ich würde sagen, die Begrenzungen, gut, nicht Investitionen, eben so wie es strukturiert ist. Gut, es waren jetzt so viel auf einmal Anreize, aber halt Bestrafung kann man nicht einführen. Man kann sagen, hierfür gibt es eine Belohnung, hierfür nicht. Innerhalb der Debatte, gut, da müsste man Kompromisse mit Joe Manchin erzielen und da ist ein Benchmarking draus entstanden, also Steueranreize, die zugesagt werden mussten und ich würde sagen, es gibt Stärken, aber wir konnten nicht wirklich neue Standards einführen, also um wirklich eine Transition hinzubekommen. Es gab ja wissenschaftlich Erfordernisse, Standards, da hätte man noch weitere Gesetze für gebraucht. Und gut, Subventionen, die nach wie vor erteilt werden für fossile Brennstoffe, dagegen was zu tun, das war nicht möglich. Und es geht alles darum, wie das Geld fließt. Und Behörden letztlich müssen entscheiden, wer das Geld genau bekommt. Und ich denke, auf der lokalen Ebene unter der Biden-Regierung. Es gibt dort eine politische Bewegung, die sicherstellen möchte, dass es hin zu den Gewerkschaften, zu den Genossenschaften fließt, die wirklich ganz vorne mitkämpfen bei der Klimakrise, die wirklich Lösungen vorschlagen, wo wirklich das Geld so eingesetzt wird, dass ein positives Ergebnis erzielt werden kann. Aber gut, was Angst macht, es war eben kein Gesetz, das anerkannt wurde. Doch ursprünglich gab es das, aber dann, weil es ein neues Gesetz gewesen ist, das Gesetzgebung verändert hat, bestehende Gesetze verändert hat, müssen Behörden wiederum jeweils entscheiden, wer Geld bekommt. Und es kann der obere Gerichtshof da Einspruch erheben, sagen, die Behörden können die Entscheidung nicht treffen. Und es hängt wirklich von der kommenden Regierung ab, wie dann das Geld ausgegeben wird. Und auch
Also Kompromisse im Zusammenhang mit dem IRA, also Geld für Erneuerbare. Da gab es auch Vorschläge, dass darin auch Konzessionen für eine neue Gaspipeline in West Virginia mitverhandelt werden sollte. Also es geht wirklich darum zu kämpfen, dass alles, was nun gesetzlich zugelassen ist, wirklich in dieser Gesinnung Green New Deal steht, dass es zu den richtigen Projekten fließt, zu den richtigen Leuten. Und das ist die Arbeit der Bewegung, halt bis zur Umsetzung mitzuverfolgen, wohin das Geld fließt. Und dann, was weniger gut war, fehlerbehaftet war, also Konzessionen, die verkauft wurden für neue Gasbohrungen, Erdölbohrungen fürs Fracking. Und es gab bestimmte Baustellen, die konnten nicht zu Ende ausgeführt werden, weil es da rechtliche, staatliche Auseinandersetzungen gegeben hat, weil AktivistInnen die Baustelle blockiert haben. Dann gut, eine Trump-Regierung beispielsweise könnte AktivistInnen davon abhalten, ihre Arbeit fortzuführen. Es könnte neue Verurteilungen geben auf allen Regierungsebenen. Neue Richter können eingeführt werden und die Regierung könnte dann halt sich stärker mit da einbringen, wenn es um die Entscheidung geht, wohin das Geld fließen soll. Und das ist das, was Angst macht, was möglicherweise für Streit sorgen wird. Ich würde es gerne noch vertiefen, wenn das in Ordnung ist für Sie. Also Sie haben das beschrieben, IRA-Schlüsselteil ist, wer sitzt denn da jetzt im Weißen Haus, welche Belegschaft arbeitet dort und was denken Sie, ein bisschen haben Sie das schon angesprochen, wie eine Trump-Regierung möglicherweise dann aussieht und gut, die RichterInnen, die dann eingesetzt werden, wie wird ein Protest dann beispielsweise zum Schweigen gebracht, aber dann in einer Harris-Regierung. Wäre das dann progressiver? Vielleicht würde das Errungene erhalten bleiben? Ginge es noch weiter? Was schätzen Sie? Ich denke, ein paar Bedrohungen unter einer möglichen Trump-Regierung habe ich schon angesprochen. Klar, es gibt Leute, die arbeiten, dass alle Szenarien evaluiert werden. Mechanismen, je nachdem, wie die Demokraten aufgestellt sind, wo kann man beispielsweise sich einbringen, dass wir möglichst viel noch erzielen können von unseren Zielen. Und dann gute Neuigkeit, sehr viel Geld wurde schon ausgegeben. Das war eine Hauptpriorität unter der derzeitigen Regierung. Dafür hat sich die Bewegung eingesetzt, dass halt wirklich möglichst schnell das Geld fließt. Politisch gesprochen, das ist das unsere Strategie. Also so können wir Regierungsmacht nachhaltig einsetzen und auch die kommende Wahl gewinnen, indem wir den Leuten wirklich das geben, was sie brauchen. Also dass eben tatsächlich die Klimakrise angegangen wird und auch gleichzeitig die Wirtschaftskrise. Und das Geld, das ausgegeben wird, trägt bereits seine Früchte. Und nun, egal was da für eine Trump-Politik kommen mag, also die Unternehmen, die erneuerbare Energien erzeugen, erhalten mehr Anreize, das so zu tun, aufgrund der Regelung zu erneuerbaren Energien. Und das wurde gefördert durch das Geld, was da schon möglichst früh geflossen ist.
Und sobald die Leute einen Steuernachlass erhalten haben, um ihr Haus zu modernisieren und ein E-Auto haben und auch öffentlichen Nahverkehr haben, der erschwinglich ist, wenn all diese Dinge schon zu Errungenschaften geworden sind, also innerhalb einer Gemeinde, wenn diese Bedürfnisse erfüllt worden sind, dann wollen sie sich nicht wieder davon trennen. Und man kann man sich darauf verlassen, es wird einen starken Widerstand geben, egal was eine Trump-Regierung dann durchsetzen möchte, weil die Leute wissen, was sie brauchen. Und das ist die Verantwortung unserer Bewegung, diese Dinge zu fördern. Unter einer Harris-Regierung würde ich sagen, wahrscheinlich gibt es da noch mehr Raum dafür, dass alles progressiver wird. Ich denke, Schlachten, die da entstanden sind rund um das Klimathema, also Fracking in Pennsylvania, da ist sehr viel nur Rhetorik, denn in Pennsylvania, gut, da ist man sowieso stark gegen Fracking. Sogar auch Trump-WählerInnen in Pennsylvania sind gegen Fracking, weil man das dort vor Ort so empfindet, weil es da um das Land der Leute geht, weil das in der Gemeinde der Menschen stattfindet. So hat man sich da schon organisiert. Also da kann man viel Engagement von Harris erwarten. Und dann ergibt sich ja aus der IRA, dass man da noch weitergehen kann. Und ich hoffe, dass die Klimabewegung auch klar erkennt, wo die wahren Bedrohungen liegen. Also demokratisch gesprochen, strukturell gesprochen, dass da sichergestellt wird, dass die Dinge, die jetzt errungen sind, nicht wieder erneut prekär werden. Wir können weiter dekarbonisieren und gar noch weiter auf dem Weg schreiten, den wir uns mühevoll erarbeitet haben, dass wir so viele Menschenleben wie irgend möglich retten können. Und gut, aufgrund des Filibusters oder weil es da diese Struktur des obersten Gerichtshofs gibt, also dass das dann vielleicht auch alles in eine möglicherweise ganz andere Richtung gehen wird, dann haben wir plötzlich 5 Grad, 6 Grad Erwärmung aufgrund der undemokratischen Strukturen. Natürlich, das wäre jetzt noch eine zweite Rede, die ich hier eröffnen würde. Aber Klimabewegung hat unter einer möglichen Harris-Regierung zur Aufgabe, dafür Sorge zu tragen, dass das Geld an die richtigen Stellen fließt, in den Gewerkschaftshände und dass diese demokratischen Reformen weiter vorangetrieben werden. Und Geld muss dafür eingesetzt werden, dass man die Klimakrise angeht und dann, okay, Industrie, Wirtschaftstransition, dass man den menschlichen Bedürfnissen Rechnung trägt und nicht da so technokratisch rangeht. Und ich denke, dass die Gewinne nachhaltiger werden, auch hier, dass die Gewinne tatsächlich alle zusammengetragen werden. Das hat hier die Labour-Bewegung in der Hand und dass Dinge erhalten bleiben, auch wenn die Struktur undemokratischer wird. Ich denke, Fracking, gerade das aus dem Munde von jemandem, der sich an einem Ort befindet, wo es sehr viel Fracking gibt. Also ist nicht allein, dass CO2 erst später freigesetzt wird. Nein, es gibt Erdbebenrisiko für das Haus. Das Trinkwasser kann verseucht sein
von Gift, das ist doch da mehr zu befürchten als bei den Ölbohrungen. Ja, es macht keinen Sinn, diese Strategie, in einem solchen Staat Wahlstimmen zu gewinnen. Die Menschen dort, die wissen schon, wo die Lügen da liegen im Zusammenhang mit den fossilen Brennstoffen. Also, Fracking, warum gibt es da diese ganze Unterstützung für? Und vielleicht, je nachdem, Staaten, wo man schon die Schäden kennt und dann vielleicht meint man in Pennsylvania, da könnte man es versuchen. Vielleicht meint man, dass es da keinen Sachverständigen gibt in Bezug auf diese Fragen. Ja. Etwas weiteres haben Sie bereits angesprochen. Das würde ich noch gerne vertiefen. Es ist etwas Einzigartiges, auch das Anzeichen für etwas Interessantes. Nämlich dieses Zwischenspiel Klimabewegung und Labour-Bewegung, wie das eine Schlüsselrolle gespielt hat, auch bei der Durchsetzung des IRA. Ich hätte gerne gewusst, Klima, Labour, Koalition, wie stehen die zueinander und was ist Ihre Auffassung? Also egal, wer jetzt der nächste Präsident sein wird, wie werden Sie weiterhin zusammen kooperieren? Letztes Jahr beispielsweise WHO sollen nicht neue Fahrzeugfabriken gebaut werden, eine Strategie erfolgreich ist und dann wiederum die sagen, wir denken, das ist gut, damit können wir die guten Jobs sicherstellen, die wir für unsere Mitglieder brauchen. Also je nachdem, ob Harris oder Trump-Regierung, was meinen Sie, wie das aussehen wird? Super Koalition zwischen Climate und Labour hat es nicht so viel gegeben und jetzt scheint es doch, dass die beiden eng miteinander verzahnt sind. Ja. Ich würde sagen, es ist eine Auswirkung der Realität, die wir erleben. Und häufig werden Bewegungen, haben diese Rolle, das sehen wir jetzt hier schon kommen, da so eine Nasenlänge voraus zu sein. Und es ist an uns, die Personen dann richtig zu lenken. Aber man muss genau wissen, was passiert denn nun? Was ist denn am wahrscheinlichsten? Und auch da gibt es nur eine immer diese Konstellationen, einige wenige machen Gewinne, schaden damit den Interessen vieler Menschen und hier Koalition zwischen Labour, Climate. Wir haben immer gewusst, systemische Krisen, systemische Ungerechtigkeiten. Da haben die großen Mengen der Menschen zu leiden. Also die gesamte Wählerschaft, die Personen, denen wir Rechenschaft schuldig sind und auch halt die Personen, für die Gewerkschaften zuständig sind, die Personen, die sie gegenüber ihren Chef verteidigen sollen. Und bei jeder wirtschaftlichen Veränderung die Ersten, die geschützt werden sollen und die Gewerkschaften haben die Verantwortung, sie zu schützen, das sind die ArbeiterInnen und bei einer Transition, die im Grunde unvermeidbar ist, wir können wortwörtlich nicht überleben, wenn wir eine Wirtschaft haben, die fossile Brennstoffe verbrennt. Und
man muss da, also das ist Jahr um Jahr klarer. Jetzt hier ist das heißeste Jahr seit Beginn der Klimaaufzeichnung. Also es muss diesen Wandel geben und die Gewerkschaften, die werden sich darüber bewusst, dass es in ihrer Verantwortung liegt, die ArbeiterInnen zu schützen. Egal, was nun ansonsten passieren mag, wer jetzt die Regierung innehat. Also es hat schon alle möglichen Geschichtsphasen gegeben. Und gut, Klima gegen Jobs, das war eine Phase. Und das hat so ein bisschen die Gewerkschaften erst zurückgehalten. Dann, es war wirklich ein machtvolles Instrument, als hier die neue Gesetzesgebung angenommen worden ist. Es stärkt die Gewerkschaften. Sie sagen, wir wollen mit im Verhandlungsraum sitzen. Sie können sagen, wir wollen die Gewerkschaft sein. Wir wollen, dass hier unsere ArbeiterInnen in dieses Projekt mit involviert sind. Und wenn wir uns daraus zurückhalten, weil wir einfach nur fossile Wirtschaft weiterhin unterstützen, dann werden wir damit nicht den Interessen unserer ArbeiterInnen gerecht, die unsere Unterstützung brauchen bei der Transition des Sektors zu einer fossilfreieren Energie. Und also die Art, wie sich diese Menschen organisieren, und das wird auch weiter so sein. Und es geht um Geld für diese Projekte. Es ist nicht einfach eine abstrakte Ideologie. Es geht wirklich um die Arbeit der Menschen, Batteriefabriken, neue E-Busse, E-Schulbusse. Also hier nur zwei Beispiele unter vielen möglichen Beispielen. Und ich denke auch, dass wir genug Kraft nach wie vor haben, genug Macht haben müssen, um weiterhin zu gewinnen. Und das geht durch kollektive Aktionen mit massiver Beteiligung. Eine Bewegung kann nicht eine wirtschaftliche Reform oder demokratische Reform allein ausführen. Das wäre noch nie so gewesen. Also die Labour-Bewegung, dahinter stehen wahnsinnig viele Menschen. Das ist so eine Art politisches Kapital. Und das heißt, so wie die Klimabewegung braucht, die Labour-Bewegung, zusammen können wir gewinnen. Auch die Bewegung für Rassengerechtigkeit. Wir müssen gemeinschaftlich uns einbringen und gemeinschaftlich halt diese Ideologie vertreten. Das sind Dinge, die uns gemeinsam betreffen, und wir müssen gemeinsam für das kämpfen, was wir brauchen, um nachhaltig zu sein. Und das zeichnet sich so ab, dass wir da bereit sind zu kooperieren, und das ist wunderschön, und das werden wir auch unter einer Trump-Regierung tun. Gut, das ist klasse, und es gibt Hoffnung in einer Situation, die von den Zahlen her nicht so hoffnungsvoll wirkt. Aber wenn die Bewegungen dann da gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich hatte noch eine Frage, also nicht nur, wie die Koalition entsteht, sondern auch dann, wie es Bewegungen werden, und dann halt Fragen zur Strategie, zur Taktik. Man kann diese Koalition eingehen, die Menschen zusammenbringen
Und sicherlich gerade Sie haben verschiedene Strategien gehabt. Da gab es zum Beispiel 2018 das Sit-in bei Nancy Pelosi und auch bei Drake Schumanns Büro im Zusammenhang mit IRA. Das sind Taktiken. Dann gibt es auch noch andere. Also es kann alles Mögliche sein in verschiedenen Wahlbezirken mit verschiedenen WählerInnen, verschiedene Strategien, Taktiken, wie kann man sie kombinieren unter denen, die sich schon ausprobiert haben als ein wichtiger Name in der Klimabewegung und auch Dinge, die nicht so effektiv gewesen sind. Also viel Arbeit wurde da reingesteckt und dann hat das Ergebnis nicht den Erwartungen entsprochen. Die Frage gefällt mir, denn es wird häufig als selbstverständlich hingenommen, dass wir hier den Sachverstand haben, dass es hier zu einem Megawandel kommen kann, dass wir die Forderungen nehmen und die PolitikerInnen zwingen, das zu berücksichtigen. Und dass wir das dann in etwas Konkretes umsetzen, den sie sich anzuschließen haben. Und das wirklich auch dann ganz klar so für die zu machen. Gut funktioniert hat, nicht nur diese allgemeinen großen Forderungen zu haben und es dann runterzubrechen auf ein Individuum, das wahrscheinlich am besten die Interessen eines Wahlkreises vertritt. Wir haben häufig uns dafür entschieden, dass wir uns den größeren Anfragen gewidmet haben und die Leute um uns gesammelt haben und jemanden herausgesucht haben, der am wahrscheinlichsten sich um diese Belange zu kümmern hat. Es war eine längere Kampagne dann. Wir, das ist unsere Wahl und die Öffentlichkeit weiß, was für sie gut ist. Sie haben Erfahrung damit, die wissen, was sie brauchen. Entweder entscheiden sie sich mit auf unserer Seite zu stehen und das umzusetzen, was unser Wahlkreis braucht. Das vermitteln wir ihnen dann so. Wenn sie jetzt aber Nein sagen, dann werden wir auch hingegen sicherstellen, dass das bekannt wird. Wir werden dann nicht locker lassen. Dann wird das Publikum wissen, dass sie sich hier nicht um die Belange kümmern und dass sie eben sich nicht für das einsetzen, was ihr Wahlkreis braucht. Dann brauchen wir also jemand anders, der unsere Belange ernst nimmt. Mag es auch ein wenig dauern, aber wir wollen halt sicher gehen. Es ist nicht nur Rhetorik, nicht nur einfach verpuffende Luft. Wir wollen, dass da wirklich etwas geschieht. Also das hier war so etwas. Die BürgerInnen spielen da auch eine Rolle. Also das Publikum, das sagt, oh je, warum setzen Sie nicht gleich für das ein, was wir brauchen? Was steht dahinter? Und dann halt gesamte Sachen, sich eine Sache annehmen, wirklich zu schauen, viel geht damit einher, Fundraising, was erforderlich ist und so weiter. Und es ist auch wichtig, dass das Publikum weiß, da ein Sit-in, das heißt noch nicht gleich, dass es öffentliche Unterstützung für ein Thema gibt. Wir müssen auch Massendemonstrationen organisieren, wie die Protestmarsche gegen fossile Brennstoffe oder überall im Land müssen wir zeigen, dass es dort Menschen gibt, die alle auf der
selben Seite stehen, die Klimakrise fair bekämpfen wollen. Also dieses ganze öffentliche, allgemein verbreitete Gefühl. Und natürlich, wir haben das auch gesehen mit der Ceasefire-Bewegung, Waffenstillstandsbewegung, also PolitikerInnen allein. Wir müssen wissen, dass sie auf derselben Seite stehen. Diese Massendemonstration leisten die Arbeit der Veranschaulichung. Also es gibt hier das Publikum, das steht hier und die anderen stehen dort. Ja, das sind so die Strategien. Sehr lehrreich, dass man das lenkt, große Aktionen und ganz viel Arbeit, die noch dahinter steht. Es ist wirklich strategisch interessant über solche Bewegungen wie Sunrise. Ich möchte noch einmal alle hier im Saal erinnern. Es gibt das Fragen- und Antwort-Tool. Gerne können Sie Fragen eingeben. Mir bleiben noch 2 Fragen. Und dann werden wir uns um die Fragen aus dem Publikum kümmern und freuen uns auch darauf. Noch eine Sache, die ich fragen wollte, war die folgende. Wie wird das ausgependelt vom Gleichgewicht her? Das ist einmal die Gewinne. Wir machen hier diese großen Dinge und dann auch gleichzeitig klar zu erkennen, wo die großen Bedrohungen liegen. Also eine Bilanz zu ziehen in 24er Wahl, da wird sich das stark verändert haben und auch in der Klimabewegung spiegelt sich das wieder. Also auch gut, falls es eine Temperaturerhöhung auf 5-6 Grad gibt, warum ist das wichtig, auch anzuerkennen, wo man noch was nachzuholen hat und wo man auch wirklich das Gute tut. Bewegung der Sozialbewegungen. Sozialbewegungen mussten immer Hoffnung stiften, Macht, sich machtvoll zeigen gegenüber den Dingen, die uns wirklich zu entgleiten scheinen und dieses Gefühl, dass Entscheidungen weit entfernt getroffen werden von den BürgerInnen, die Klimakrise, Kriege, extremer Rassismus, Immigrationskrise, soziale Bewegungen mussten stets die Rolle erfüllen, zu sagen, ja, das ist furchtbar, hier ist ihre Sicherheit gefährdet. Hier gibt es Kräfte, die uns auseinandertreiben wollen und sie nutzen starke Mechanismen, um ihr Ziel zu erreichen. Sie wollen uns Angst machen, sie wollen uns dazu bringen, dass wir zu Hause bleiben, isoliert bleiben. Aber nein, die Bewegungen müssen auf die Straße gehen. Wir sind in Sicherheit, wenn wir alle zusammen auftreten. Wir brauchen Solidarität. Das ist unsere Form der Sicherheit. Und so werden wir die Systeme bekämpfen können. Und solange wir zynisch sind, gewinnen die anderen. Und der Status quo wird sich noch verfestigen. Ich denke, das ist nicht nur der Klimabewegung eigen. Und auch nicht der derzeitige Stand der Klimakrise ist allein davon geprägt. Wir müssen das wirklich verkaufen, diesen Gedanken. Wenn Menschen zusammenkommen, können sie etwas erreichen. Das ist die Theorie des Wandels. Das ist das Erbe von anderen sozialen Bewegungen. Wenn Menschen zusammenkommen, dann können sie Dinge bewegen. Und klar, es bedarf einer ganzen Lebensarbeit. Die Dinge, die wir leisten, die können wir zu etwas Größerem zusammensetzen, wenn wir weiterkämpfen. Klar, wir brauchen Jahre, um andere Leute zu bewegen, dass sie sich mit einbringen. Es kann sein, man kann das eine feiern, das andere muss man dann noch erreichen, dann kann es daraufhin ein
positives Feedback geben. Es wird andere Leute überzeugen. Sie denken dann auch, das kann hilfreich sein, um sich hier den Systemen entgegenzustellen. Das ist die Aufgabe. Häufig hat man den Eindruck, das ist schwer. In Anbetracht aller der Katastrophen, Klimakatastrophen, Verlust, Zerstörung, einfach sich hinzustellen und zu feiern. Gut, zugleich, es gibt Demokratie, es gibt diese Themen wie Fracking und was, wie sollen wir uns dann hinstellen und unsere Siege feiern? Und uns als glücklich darstellen, als hoffnungsvoll. Aber das liegt in unserer Verantwortung, das zu tun, damit wir klar machen, dass was wir hier zu erschaffen haben, wir haben die Möglichkeit der Bewegung stetig zum Wachsen zu verhelfen. Unter einer Trump-Regierung, klar, die Bedingungen, sich dann zu organisieren, sind dann nicht so sicher und unseren Bedürfnissen entsprechend wie bisher. Dann geht es wirklich darum, dass die Bewegungen in Stellung sind. Wir müssen auch schauen mit den Behörden, wie wir das hinbekommen, dass unsere Projekte weitergehen können. Sicherheit entsteht aus Solidarität. Das müssen wir vermitteln. Wenn wir gemeinsam Aktionen begehen, dann können wir gewinnen. Und Trump ist natürlich eine direkte Bedrohung dafür. Und eine Harris-Regierung ist eine gute Chance, dass das alles leicht weitergehen kann. Also wir müssen all das mit berücksichtigen. Gut, warum feiern Sie die Siege, wenn alles gleichzeitig so bedrohend ist? Nein, hier, das ist mein Ergebnis, das da ist und das hat es verdient, dass man es feiert und wir wollen nicht von der Angst aufgefressen werden. Wir wollen nicht das einfach so hinnehmen, dass uns Milliardäre regieren und wir einfach das zynisch hinnehmen. Das wäre ansonsten die Alternative. Ja, das war sehr gut. Das hat mir gut gefallen, um aufrichtig zu sein. Also Glück ist auch etwas, ich sehe schon, OrganisatorInnen können Glück ziehen aus ihrer Arbeit noch. Sollte man sich auch gut merken. Gut, Fragen in dem Fragen- und Antwort-Tool. Gut, wir reden jetzt schon eine geraume Zeit. Es geht auch ohne Fragen aus dem Publikum. Aber bitte, wenn Sie eine Frage haben, stellen Sie die gerne. Nun noch eine Frage, wer genau ist in der amerikanischen Klimabewegung für was uns beide betrifft? Wir sind schon, seitdem wir sehr jung sind, organisiert, vor allem Sie, junge Leute, die hinzutreten. Es gibt welche, die machen das wirklich ganz früh, ganz jung in der Mittelschule oder spätestens eben in der Oberstufe und gar kurz vor dem Eintritt ins Berufsleben. Ich hätte gern gewusst, wie Sie das sehen, Veränderung der Klimabewegung. Gut, es kommen nach wie vor junge Leute mit hinein in die Bewegung. Wir haben jetzt eine Generation bereits von Menschen, die schon seit einer geraumen Zeit mit dabei sind. Wie sehen Sie das in Bezug auf das, was sich daraus ergibt für die Bewegung? Ich bin dankbar für diese Infrastruktur der Jugendbewegung. In der Tat, man konnte sehen, die Auswirkung
davon, wenn man Leute organisiert, politisiert, sie dazu anhält, Führungspositionen mit zu übernehmen und das vom jungen Alter an. Es ist nicht so etwas ganz Einzigartiges. Es hat viele Bewegungen vor uns gegeben und wir sind so ein bisschen das Auffangbecken. Es gab immer diesen Optimismus, Energie der Jugend, diese Dinge. Und nicht hier Abhängigkeiten der Leute, dass sie nicht sich allein ihrer Karriere zu widmen haben, persönliche Entfaltung. Also auch hier, dass wir ihnen einen Platz geben, wo sie sich entfalten können. Das war schon immer zutreffend für Bewegungen wie die unsrigen. Und ich denke, als eine Generation, also es fing an mit KlimaaktivistInnen, die sehr jung gewesen sind, gut, einige sind mittlerweile 30, einige sind eingetreten, als es um die Ausarbeitung des IRA ging und viele Personen, die ich kenne, die aktiv sind, nun seit 5 Jahren, seit 10 Jahren, die haben viele Lektionen aus der Politik gezogen und egal, was sie nun als Hauptarbeit tun, spielt da Politik bei eine Rolle. Also es hat einen Einfluss. Viele Leute sind dorthin zurückgegangen, wo sie aufgewachsen sind und haben dort als MultiplikatorInnen gearbeitet, auch wiederum Bewegungen auf der lokalen Ebene erschaffen und sich eingebracht, also auf der lokalen Ebene. Ich kenne auch Leute, die haben sich eingebracht in die Biden-Regierung und dort bringen sie ihre Talente ein, was sie gelernt haben in Bezug auf Aktivismus. Und ich führe nun eine andere soziale Bewegung, die in Verbindung steht mit der Klimabewegung und mit der Klimagerechtigkeit. Und ich muss sagen, tagtäglich gefällt mir das und ich habe gelernt von meiner Arbeit bei Sunrise und die Ideologie ist da und ich weiß, wie wir gewinnen können, was wir dazu brauchen. Ich kann eine Machtanalyse durchführen und solange, gut, es ist ja eine jüdische soziale Bewegung ist und es geht darum zu fordern, dass die Wahlen ohne zu große Geldausgaben stattfinden und Sicherheit für Jüdinnen, das muss gewährleistet sein muss. Es gilt auch für andere marginalisierte Gruppen und dass wir hier nicht rassistischen Spaltereien anheimfallen sollen. Das ist ja auch die ideologische Überzeugung, die dahinter stehen muss, um zu gewinnen in der Klimakrise, in Kampagnen zu gewinnen. Das nutzt uns dann am Ende alles, also Pipeline der Leadership. Das geht hier weiter und das liegt mir am Herzen. Ja, Pipeline zu bilden. Auch hier eine gute Verbindung zu den Ölpipelines, über die wir vorher gesprochen haben. Ich sehe das auch so und ich höre Ihnen wahnsinnig gerne zu, wie Sie das alles erklären. Gut, es gibt keine Fragen aus dem Publikum. Wir haben aber auch länger miteinander gesprochen als geplant. Das ist so in Ordnung. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit
Und danke für Ihre aufrichtigen Worte. Es war wahnsinnig informativ und ich möchte allen im Publikum mitteilen, am 2. Oktober gibt es eine weitere Veranstaltung mit Dr. De Ress, wie dann das aussehen mag mit dem atlantischen Raum unter einer Trump-Regierung und auch Zukunft des Internets wird mit ein Thema sein. Ich danke allen, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wir treffen uns in 2 Wochen wieder. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, hier teilnehmen zu können. Vielen Dank.